klar sind wir heute hier, weil der Kampf in Rojava betrifft uns auch. Deswegen ist es nicht nur ein Anliegen für Rojava. Also, wie wir alle bereits wissen, hat am 9. Oktober 2019 der türkische Staat mit seinen verbündeten islamistischen Milizen einen Angriff gegen die Bevölkerung in Rojava begonnen. Dieser Krieg richtet sich gegen das Autonomiegebiet, das in Zeiten der syrischen Katastrophe nicht nur den IS erfolgreich bekämpfte, sondern auch eine Gesellschaft nach dem Konzept des demokratischen Konföderalismus aufbaute. Und damit richtet sich dieser Angriff auch auf uns alle. Es steht also ein Gesellschaftsentwurf unter Beschuss der Geschlechterbefreiung, Selbstverwaltung, Ökologie und sozialen Ökonomie sowie der Aufbau von Rätestrukturen. Den Freundinnen Rojava ist es gelungen, gerade weil sie ihr Schicksal selbst in die Hände genommen haben, ein hoffnungsvoll emanzipatorisches Projekt aufzubauen, das über die Berge Kurdistans bis nach Berlin strahlt. Hier fällt es uns oft schwer, emanzipative Utopien zu konkretisieren und für sie zu kämpfen. Der Gedanke, wie eine bessere Welt aussehen könnte, ist verblasst. Blicken wir nach Rojava und die Idee dahinter, sehen wir, dass anderes möglich ist. Es ist unter anderem diese Revolution, die uns vieles lehrt, uns mit Hoffnung füllt und uns eine andere Gesellschaft vorstellen lässt. Es ist an uns, in Solidarität mit unseren Freundinnen und auch uns selbst zuliebe, eine Öffentlichkeit zu schaffen und den Druck auf die Profiteure des Angriffskriegs zu erhöhen. Denn der Krieg beginnt hier bei uns. Deswegen ist es auch unsere Verantwortung, alles zu tun, damit ihm ein Ende bereitet wird. Gleichzeitig wollen wir aber auch dem Ausrufen aus Rojava folgen und die Ideen der Revolution studieren, sie verbreiten und auch hier für eine befreite Gesellschaft zu kämpfen. Blicken wir nach Berlin, sehen wir uns neben vielen anderen Abwehrkämpfen auch in einem Kampf gegen die Stadt der Reichen. Emanzipatorische Projekte, die versuchen etwas, zumindest anderes im Kleinen zu leben, die sich aktiv gegen die Auswüchse des kapitalistischen Patriarchats wehren, haben in dieser Stadt als Marketingobjekte ausgedient. Sie haben nicht das nötige Kleingeld und werden als aufmüpfig wahrgenommen, weil sie Autoritäten nicht einfach akzeptieren und versuchen, den Herrschaftskonsens aufzukündigen. Aktuell sind in Berlin das anarcha-feministische Hausprojekt Liebig 34, die Kiezkneipen, Syndikate und Meuterei, das Jugendzentrum Potze sowie das Hausprojekt Liga 94 räumungsbedroht. All diese Orte sind fester Bestandteil linksradikaler Infrastruktur, welche in Vergangenheit und Gegenwart emanzipatorische Kämpfe zeichnen. Es sind Orte, an denen wir uns ausprobieren, kennenlernen und bilden können, zum Beispiel über Rojava. Neben Abwehrkämpfen befinden wir uns aber auch in der Offensive. Unsere Vernetzung und die Entschlossenheit, unsere Kämpfe gemeinsam zu führen, gibt uns Stärke. Es existiert in Berlin eine breite stadtpolitische Bewegung, über welche sich Nachbarschaften organisieren. Eine Bewegung, in der Enteignung und Besetzungen nicht nur Ideen, sondern feste Säulen der politischen Praxis geworden sind. Gleichermaßen befürworten wir aber auch die offensiven Kampagnen und sind auch Teil dessen von Women Defend Rojava und Rise Up for Rojava, die auch an vielen anderen Punkten in die Offensive gehen. Für eine Stadt von unten können wir vieles aus der Revolution in Rojava lernen. Lasst uns unsere antikapitalistischen und antifaschistischen Kämpfe verbinden. Kommt heute Nachmittag auch um 17 Uhr zum Lausitzer Platz, um mit uns für den Erhalt der bedrohten Projekte auf die Straßen zu gehen. Wir haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten, Kämpfe und Perspektiven. Gemeinsam ist uns der Kampf und der Wille für ein anderes, ein solidarisches Zusammenleben und Kämpfen. Alle zusammen gegen den Faschismus, die Verdrängung und die Feinde des schönen Lebens. Herr Musik.